zweite Etappe verläuft von Rhein-Ruhr nach Gmünd. Durch Wälder, aber auch Offenflächen. Mühselig quält der Wanderer sich ins Tal. Denk nur ans Trinken und ans Mittagsmahl. Paula sagt. Nach dem köstlichen Mittagessen geht es weiter. Noch mehrmals erfolgten Ausblicke auf den Urft-Stausee. Mit etwas Aufmerksamkeit entdeckt der Naturfreund auch interessante Pflanzen und Tiere.
Nach dem Zeltaufbau kommt dann die verdiente Ruhe.